Mein Name ist Clemens Keil. Ich arbeite bei der Firma Gustav Berg GmbH in der Faktura. Mein Name ist Ann-Kathrin Weng. Ich arbeite in der Faktura bei der Gustav Berg GmbH. Ich bin der Kevin Tiede. Ich arbeite bei der Firma Gustav Berg GmbH und bin im Wareneingang tätig. Mein Name ist Tatjana Hiss und ich arbeite in der Buchhaltung bei der Gustav Berg GmbH. Mein Name ist Sergio Nascrizzi und arbeite bei der Gustav Berg GmbH in Waiblingen als Auffüller. Mein Name ist Marcel Krüger und ich bin Einkäufer bei der Gustav Berg GmbH. Ein ganz wichtiger Baustein, tagtäglich haben wir Kontakt mit Lieferanten, das heißt es gibt Preisverhandlungen, es gibt Besprechungen über neue Artikel, dass man eben einfach schaut, dass man die Firma Gustav Berg für die Zukunft gescheit aufstellt und letztendlich die Produkte auch im Sortiment hat, die der Markt erfordert. Auffüllen funktioniert so, dass wir automatisch eine Meldung bekommen, wenn der Lagerplatz leer ist. Auf unseren PCs oder Tablet wird dann angezeigt, welcher Artikel aufgefüllt werden muss. Mit der Ameise kommen wir dann zu den Regalen, zu unserem Übervorrat, wo wir die Ware nehmen, die richtige Ware nehmen und damit den Platz sauber auffüllen, sodass der Kommissionierer gut rankommt und zügig kommissionieren kann. In der Buchhaltung haben wir viel mit Zahlen zu tun. Wir schauen, dass der Geldeingang fließt, dass die Rechnungen ausgeglichen sind. Wenn nicht, werden Mahnungen an den Kunden versendet. Wir schauen natürlich auch, dass wir den Kunden anrufen und nachfragen, warum die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Wir haben auch sehr viel Kundenkontakt. Der Kunde ruft bei uns an und hat eine Frage. Wir helfen ihm dabei. Der Wareneingang besteht darin, dass ein LKW kommt, mir die Ware annehmen, kontrollieren müssen, ob die Ware beschädigt worden ist oder in einwandfreien Zustand. Dann wird die Ware kontrolliert auf Stückzahl, Qualität, MHD, ob die Ware auch wirklich die richtige Ware ist oder ob es eine Falschlieferung ist, ob die Barcodes funktionieren. 100%ige Prüfung wird hier ganz groß geschrieben, damit keine Fehler passieren und die Fehler dann auch nicht einmal durchs ganze Lager laufen. Deswegen ist der Wareneingang einer der wichtigsten Punkte hier. Ich bin zuständig für das Schreiben von Großaufträgen wie Kabinen und Einrichtungen für ganze Studios. Ebenso bin ich Ansprechpartner für die Kollegen im Außendienst und betreue noch Teile vom Export. Also wir machen die Auftragserfassung, Auftragsbestätigungen, Angebote und auch die Zollabwicklung für den Export. Wir arbeiten zusammen im Einkauf, mit dem Kundenservice Center, viel mit der Spedition zusammen, machen da die Terminvereinbarungen und die Zufuhren. Ich arbeite gerne hier beim Bär, weil die Arbeit hier sehr abwechslungsreich ist. Es macht wirklich sehr viel Spaß, hier in der Abteilung zu arbeiten, die Kollegen sehr zuvorkommend sind, sehr hilfsbereit sind. Wir haben hier einen tollen Zusammenhalt und ich hier einen tollen Anfahrtsweg habe und die Arbeit mir sehr viel Spaß macht hier im Vertrieb. Ich arbeite gern bei Bär, weil die Arbeit Spaß macht, ich nette Kollegen habe, mit denen man jeden Tag sehr viel Spaß bei der Arbeit hat und es gibt immer irgendwas zu tun, es wird nicht langweilig. Ich bin gern bei der Firma Bär, weil mir die Arbeit sehr viel Spaß macht. Die Kollegen hier sind total lieb, das Umfeld ist total toll und ja, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Die Arbeit hier ist sehr ruhig, sehr abwechslungsreich. Ja, man ist flexibel einsetzbar, wird auf mehreren Positionen eingelernt und ich glaube, das für einen Mitarbeiter ist was Neues, was anders. Also was mir an der Firma Gustav Berg besonders gut gefällt, ist das freundliche Betriebsklima. Dadurch, dass wir letztendlich eine mittelständische Firma sind, man kennt sich, ja. Das heißt, die Kommunikation zwischen den Abteilungen ist ja sehr freundschaftlich. Man weiß, wer der richtige Ansprechpartner ist. Jeder ist sehr hilfsbereit. Des Weiteren ist es letztendlich ein Unternehmen, was wirklich aufstrebend ist. Das heißt, wir bewegen uns in einer Branche, die sehr, sehr stark wächst. Und an dem Erfolg können wir alle teilhaben, wenn wir da uns zusammensetzen und gemeinsam die Ziele verfolgen.